Der Xiaomi Smart Speaker ist da. Dabei handelt es sich um einen Google Home Speaker, der als Global-Variante direkt nach Deutschland kommt. Intrigiert es folglich Google Home? Und auf dessen Geschmack bin ich in letzter Zeit gekommen. Also schauen wir uns den smarten Speaker doch einmal genauer an. Zunächst finden wir die Anleitung vor. Darüber hinaus natürlich noch den Speaker selbst und das 1,5A Netzteil. Der Speaker bringt 800 Gramm auf die Waage. Es gibt ihn in Weiß und Schwarz. Bei mir ist es die weiße Version geworden. In meinen Augen gibt es leichte Ähnlichkeiten mit einer Sonos-Box. Designmäßig ist das durchaus positiv. Auf der Front wurde ein Mi-Logo platziert. Auf der Rückseite befindet sich der Eingang für das Netzteil. Der Anschluss jenes ist dauerhaft notwendig. Beim Smart Speaker handelt es sich nicht um einen portablen Lautsprecher. Auf der Oberseite befinden sich zwei sichtbare Mikrofone, Touchfelder für Volume Up und Down, Play und Pause und Mute für die Mikrofone. Letztere verfügen über Farfield Voice Backup. Soll heißen, ihr müsst nicht direkt neben den Lautsprechern stehen, um jene zu aktivieren. Spricht man mit dem Smart Speaker, so aktiviert sich eine Signal-LED im oberen Gehäusering. Durchaus ein schöner Effekt, vor allem im Vergleich zu den Punkten von Google Home. Okay Google, erzähl mir einen Witz. Ich finde den hier ganz witzig. Kommt ein blindes Huhn in eine Kneipe. Fragt der Besitzer, was darf's sein? Darauf das Huhn, ein Korn bitte. Gleichzeitig kann man sich durchaus an Amazon-Produkte erinnert fühlen. Habt ihr das Mikrofon deaktiviert, leuchtet die LED dauerhaft rot. Dieses Signal kann durchaus nervig sein, wenn man beispielsweise im Dunkeln einen Film schauen möchte und dafür den Speaker nutzt oder verhindern will, dass dieser angeht. Im Inneren verfügt der Lautsprecher über 2,4 und 5,0 GHz WLAN sowie natürlich Bluetooth. Es ist außerdem ein Chromecast verbaut, man kann also beispielsweise am PC YouTube-Inhalte direkt auf den Lautsprecher casten. Der Xiaomi Smart Speaker kommt mit 12 Watt daher. Zu zweit lässt er sich im Stereo-Modus betreiben. Im Inneren tickt ein ARM Logic A113X 4-Kern-Prozessor. An Bord sind 512 MB RAM und 256 MB ROM. Es gibt keinen Klinkeneingang, ihr müsst euch zwangsläufig über Bluetooth oder ähnliches verbinden. Um Google Home auf dem Gerät einzurichten, öffnet man die Google Home App. Die Verbindung erfolgt über mehrere Klicks recht schnell. Solltet ihr den Google Assistant bereits nutzen, geht das sogar noch ein bisschen schneller. Wer, wie ich, bereits mehrere Google Home Speaker benutzt, kann ihm einen bestimmten Raum zuweisen. Bei mir wird es langfristig die Küche werden. Einmal eingerichtet, kann man das Klangbild noch etwas feintunen. Um eine möglichst faire Darstellung des Soundbildes zu präsentieren, verändere ich hier aber noch keine Einstellungen. Wo wir gerade beim Soundbild sind, hören wir da doch mal rein. Okay Google, spiel Musik auf Spotify. Okay, Musik auf Spotify. Bitte sehr. Der Smart Speaker kann durchaus laut werden. Okay Google, stell auf 50% Lautstärke. Okay Google, stell auf 100% Lautstärke. Dennoch sollte man im Auge behalten, was er ist. Eine deutlich kraftvollere aber auch größere Nest Mini oder Google Home Mini Alternative. Und was er nicht versucht zu sein, ein vollwertiger, raumfüllender Lautsprecher für gehobene Ansprüche. Der heutige Abschaumlevel ist hoch. Du hast also geholfen, den Todesstern zu zerstören. Naja, ich möchte nicht prahlen. Erzähl mir mehr. Mein persönlicher Anspruch war aber in erster Linie ein Smart Home Produkt. Und da kann der Speaker punkten. Sei es in Sachen Licht. Okay Google, mach das Licht an. Gerne, ich schalte 5 Lampen ein. Okay Google. Starte eine Reinigung. Oder dem Haushalt. Alles klar, Roborock S6 Max V wird gestartet. Okay Google, mach's im Wohnzimmer warm. Oder beispielsweise in Bezug auf Hilfe in der Küche. Okay Google, sag mir ein Rezept für Kaiserschmarrn.
Okay, ich habe hier ein Rezept von guteküche.at namens Wiener Kaiserschmarrn. Dieses Rezept ist für 3 Personen und die Zubereitung dauert etwa 20 Minuten. Ist das in Ordnung? Ja. Super. Womit möchtest du anfangen, mit den Zutaten oder mit der Anleitung? Den Zutaten. Eben stand ich noch recht nah beim Gerät. Probieren wir das mal aus, wenn ich weiter weg bin. Okay, Google. Wie viel Uhr ist es? Es ist 19.35 Uhr. Nun probieren wir mal aus, ob Google mich noch hört, wenn bereits Musik läuft. Heute ist Samstag. Okay, Google, ein bisschen lauter. Okay, Google, stopp. Der Xiaomi Smart Speaker war für 50 Euro bei Xiaomi angekündigt. Drittanbieter kam da Xiaomi Deutschland teils zuvor. Der günstige Kaufpreis ermöglicht, dass man sich leichter 2 Smart Speaker anschafft und so in einem Raum gleichzeitig das Fernsehsoundsystem und die smarte Steuerung über ein, bzw. dann 2, Gerät bzw. Geräte realisiert. Bisherige Smart Speaker aus dem Hause Xiaomi setzen auf Xiaomi AI als smarte Eingabe. Wer deswegen die Lautsprechergruppe von Xiaomi bisher gemieden hat, kann nun zugreifen. Ihr habt noch Fragen zum Xiaomi Smart Speaker? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.